Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von A Space, bevor Sie anbauen. In der letzten Folge haben wir entdeckt, dass wir ganz viele Geschichten hatten, die ich mal ja ganz, ganz schnell durchgewascht bin, weil es schon so spät war. Die letzte werden wir uns auch noch angucken. Allerdings hätte ich die eigentlich gerne in einer freien Folge vorgelesen, glaube ich. Müssen mal schauen, ob wir die anderen dazwischen auch noch kriegen. Ja, und Erik ist weggelaufen, nachdem wir den Wehrhund besiegt haben. Eine Schwarzwälder Kirschtorte. Vom Werwolf. Werhund, Entschuldigung. Und diese Bilder, sie sind alle von Raya. Creepy. Ja, schon, ne? Schon sehr. Wir wissen, also ich habe keine Ahnung, wie die beiden eigentlich in Verbindung stehen. Hä? Das ist. Ha. Das ist das Mädchen aus meinem Traum. Wie war ihr Name? Also ist er doch Erik. Und das Mädchen. Ich habe jetzt auch ihren Namen gerade vergessen, aber das ist doch Atma, oder? Nirmala. Genau, Nirmala. Was? Hä? Was hast du ihm angetan? Bosk. Was? Bosk? Was heißt das? Verdammt. Aber. Ach, das ist Bosk. Stimmt, den haben wir schon mal gesehen. Das ist aus der Geschichte, ne? Also das Katzenviech da mit Flügeln halt. Ja. Was? Ich. Was? Aber wieso sind hier beide da? Sind wir, stören wir? Also sind wir gar nicht echt oder so? Also guck mal, wenn wir davon ausgehen, dass Nirmala und der kleine Erik hier Raya und der große Erik sind, wer sind wir? Sind wir irgendein Störfaktor hier? Erik. Was schön. Highschool-Werwolf. nein. Nirmala hat irgendwas mit Erik im Space Dive gemacht. Und nun ist er ein Werhund. Toll, wir haben uns so viel Mühe gegeben. Ich kann das nicht sein lassen. Erik, hörst du mich? Ich verstehe dich jetzt besser. Ach, komm schon, Erik. Werd wieder du, bitte. Du musst kein Werdog sein. Stopp. Raya. Wurde der gerade zerteilt? Jetzt ist es der kleine Erik? Was ist denn hier los? Ich bin. Erik, geht's dir gut? Es tut mir leid, Raya. Es ist alles meine Schuld. Dafür, dass ich dich so geärgert habe, für. I should have winnen mag. Ich hätte vorsichtiger sein müssen. Es ist meine Schuld, das mit deiner Katze. Hör auf. Hä? Raya, was hast du getan? Wo ist Erik? Er ist tot. Was? Jetzt wird er keinem mehr wehtun. Lecker. Danke für den Kuchen, mein Lieblingskuchen. Raya. Du magst du auch was, Atma? Ich. Hä? Warum so ein Gesicht? Raya, ich.
Ah ja. Kann es sein, dass sie uns erfunden hat, weil sie Erik nicht verzeihen konnte? Sind wir vielleicht einfach nur so ein erfundener Freund in ihrer erfundenen Welt hier? Weil sie einfach nie darüber hinwegkam, was er Admiral angetan hat? Kapitel 2, Erik, Ende. Das war ja auch sein Kapitel. Ha, ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, speichern wir nochmal. Ha. Okay, Kapitel 3. Hey, fang das. Denkst du über irgendwas nach? Du siehst irgendwie wütend aus. Ich. Access a Characters. My story are getting harder to. Ich habe das Gefühl, dass die Charaktere in meiner Geschichte immer schwieriger zu verstehen sind. Die Dinge, die sie mögen und, naja, wie die Prinzessin sich mit Can Be Friends, sich mit ihnen anfreundet. Es ist alles so verwirrend, so viele Sachen zu erzählen. Ja. Autsch. Oh, komm mal runter, ne Maler. Lass mal sehen. Die Sternprinzessin kann Magie nutzen, richtig? Vielleicht kann sie ja die Magie benutzen, um sich mit anderen anzufreunden und ihren Freunden zu helfen. Du könntest irgendwas einsetzen, was ihnen Probleme bereitet. Gibst einem Magical. Troubling? Warte mal. Solve something that's troubling them. Gibst einem Magical Item or something. Gib ihnen ein magisches Equipment oder so. Wenn die Prinzessin Magie benutzen kann, dann glaube ich. Ja, natürlich. Okay, es ist Zeit aufzuhören mit dem Ball, Atma. Ich muss noch eine Geschichte erzählen. Götti, hast du eine Schwarzwälder Kirschtorte? Deine Lieblingstorte, richtig? Ich bin jetzt ein besserer Mann. Kannst du es sehen? Oh Gott. Also ich bin wirklich teilweise sehr verwirrt. Das ist ja auch schwierig, wenn man über so einen längeren Zeitraum jetzt spielt, Sachen von vorne jetzt irgendwie mit denen jetzt zu verknüpfen. Also zumindest, wenn man jetzt lange nicht gespielt hat. Was zur Hölle denkst du, tust du da? Ja, zum Beispiel am Anfang ist sie ja auch noch in den Fluss gestürzt und sowas alles. Wie hängt das jetzt mit der Katze zusammen? Was? Also jetzt hätte ich halt als Vermutung so, dass wir tatsächlich so quasi der verbesserte Erik sein sollen. Entweder von Atma sehr, oder Normala besser gesagt geschrieben oder vielleicht von Erik sogar geschrieben als Geschichte. Vielleicht schreibt Erik ihn und Normala schreibt Atma. Ich weiß es nicht. Aber sie. Das Komische ist ja, dass Erik sich ja auch hier richtig befindet. Obwohl, nee, das ist gar nicht so verwunderlich vielleicht. Weil wenn das hier eine Maler-Story ist, sie packt Atma rein und Erik als Mistkerl. Und er hat sich reingeschrieben als verbesserte Version als Atma. Ich weiß nicht, nur Vermutungen. Ich bin an meinem Schreibtisch. Wo ist Raya? Was ist passiert? Was ist mit Raya? Erik. Ist er wirklich? Hat Raya wirklich? Nein. Nein, nein. Scheiße. Was ist denn hier los? Deutlich vielschichtiger, glaube ich, die Geschichte, als ich anfangs vermutet habe. Ob sie. Sie hat das Bewusstsein verlassen. Verloren. Ob sie verletzt ist? War dieses Mädchen, dieser Normaler. Warum war sie in Eriks Kopf? Vor allem hat er ja gesagt, er will mit Raya reden, ne? Und da war aber statt Raya eben Normaler. There was some sort of anomaly causing all this chaos.
Irgendeine Anomalie soll hier drin sein, die das Chaos anrichtet. Hat sie mit einem Maler geredet? Hat einem Maler dafür gesorgt, dass Erik so aggressiv wurde? Und wo überhaupt ist einem Maler? Nee, wer? Und was hat mich wieder hier zurückgebracht? Wie bin ich hier gelandet an meinem Tisch im Klassenraum? Zum dritten Mal. Irgendwie wird immer der Reset-Knopf ein bisschen gedrückt. Okay, reiß dich zusammen, Atma. Raya hat bestimmt Antworten. Ich muss sie finden. Mal wieder. Hör auf, mit mir zu reden. Siehst du nicht, dass ich arbeite? Okay. Beschäftigt. Hey, Atma. Ja? Was tust du denn? Einfach hier rumzulungern. Komm, schnell. Was? Was meinst du? Jetzt spiel doch nicht den dumm. Ich weiß, dass du... Was? I know you're just trying to skip it? Ich weiß, dass du es nicht machen willst. Aber ich lass dich nicht. Jeder hier tut seinen Part, okay? Wow, wow. Okay, ja, klar. Ich weiß aber gar nicht, worüber du redest, ehrlich. Was machen diese Leute hier? Hä, willst du mich verarschen? Das ist doch für das Lintang-Festival. The town's annual celebration to welcome the first Suro Night. Was? Also das jährliche Fest der Stadt, um die erste Suro-Nacht zu feiern? Ich will mehr darüber wissen. Lintang-Festival last for a whole week. Das, also es hält eine Woche an with different events, mit vielen verschiedenen Events jeden Tag. Wie ein Bazar. Dann und Tanzperformances, eine Parade, Feuerwerk. Und unsere Schule hilft beim Organisieren, wie jedes Jahr. Letztes Jahr und das Jahr davor und naja, immer. Richtig. Okay, er weiß das nicht mal. Und was ist die Suro-Night? Oh, Mann, ganz ehrlich. Suro ist der erste Monat im Javanese-Kalender? Okay. Das wusste ich nicht. Ist schon gut, Mann. Nur alte Leute kennen den Javanese-Kalender. Und wir wissen, wie er funktioniert. Okay. Dann, I guess we could make the effort to learn. Our generation is kind of ignorant sometimes. Manchmal ist unsere Generation schon ganz schön ignorant. Ja, Mann, total. Okay, und wo ist Raya? Hast du sie gesehen? Raya? Ja, Tang. Hey, Atma, you boom, quit lazing around and get to work. Was? Die hat einfach wieder von vorne angefangen. Hey, geht's dir gut? Hä? Ja, was passiert? Jetzt, don't try to change. Jetzt wechsel nicht das Thema. Weißt du was? Ach, egal. Dankeschön. Du solltest, let's not skip class again. Everyone needs to work hard. Also, erledige deine Aufgaben. Jeder arbeitet hart für das Lintang-Fest. Und wir wissen nicht mal, was es ist. A stack of paper. Da? Kann ich nicht lesen. Formular Bimbingan Minat Barkat dann Karriere. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Und hier? Lintang-Festival Local High Committee Meeting. Wie trifft sich das Komitee? Okay. Sehr beschäftigt alle. Wow. Los, los, los. Wir müssen uns beeilen. Wohin damit? Wir brauchen mehr Farbe. Okay. Oh, Entschuldigung. Jetzt habe ich es nur im Kopf gelesen. I guess what that girl said about preparing for some festival is true. Also hier wird wirklich ein Fest vorbereitet. Aber sie war so seltsam. But it didn't look, aber ich konnte keinen Spice Dive benutzen. Komisch. Mhm. Die sind alle seltsam. Wow. Habe ich mir den Kopf vielleicht ein bisschen zu doll gestoßen und bin jetzt selber bewusstlos oder so? Was ist denn los? Halluziniere ich? Oder wird es immer seltsamer hier? Hm?
Wie ist das? Warum wirkt das gerade wie so eine also Liebe auf den ersten Blick Szene? Das war seltsam. Hey, ich kenne dich. Dieses Mädchen. Lulu, richtig? Oh. Du bist Rayas Freund, nicht? Ist es nur ich oder ist hier irgendwas seltsam? Alles ist hier irgendwie falsch, oder nicht? Sie sieht verwirrt aus, aber nicht so kaputt wie die anderen. Was soll ich jetzt sagen? Ja. Ich habe mit einem Mädchen geredet und sie war irgendwie seltsam. Du hast es also auch bemerkt. Okay, ich bin froh, dass es nicht nur mir so geht. Warte, du auch? Ja, die Leute hier verhalten sich super seltsam. Aber jeden, den ich frage, naja, der glitscht irgendwie weg. Und sie tun so, als wäre ich verrückt. Ja, ich sehe auch jeden hin und her glitschen. Glitschen? Was meinst du? Okay, so we've established that something weird is happening, but why? Also, wir sind beide der Meinung, hier läuft irgendwas komisch. Aber warum? Was ist der Grund? Und wie reparieren wir es? Hier muss doch irgendwas sein. Hier sind nur der irgendwas, was weiß, warum das so läuft. Ja, schon seltsam hier. Okay, ehrlich, ich mache mir Sorgen um Atma, um Raya. Ich glaube, sie ist die Antwort für alles. Raya? Warum sollte sie damit zu tun haben? Ich habe da so ein Gefühl. Okay. Okay, there's no way she's gonna buy this, right? Was hat sie gekauft? Ich verstehe nicht. Rayas Power, Space Dive. Ich kann ja nicht alles erzählen. Rayas Kraft, Space Diving. Oh Gott. Okidoki. Hä? Ich suche mit den Araya. Ich weiß halt nicht, was ich sonst machen soll. Also warum nicht das? I'll stick with someone somewhat normal, better. Es gefällt mir auch besser, mit jemandem rumzulaufen, der wenigstens normal ist. Ich habe Raya hier nirgendwo in der Schule gesehen, also sollten wir vielleicht woanders suchen. Okay. Ah, interessant. Ist komisch, ne, dass die jetzt hier ja dieses fremde Mädchen quasi einfach einbauen. Was machen die hier? Okay, I know, right? What can we do next? They need someone to bring some props around, I think. We can do that. We've got muscle to spare. These three, aren't they always full? Diese drei, warum sind sie nicht mehr bei Erik und bereiten das Fest vor? Ja, Guys, da ist Atma. Hi, Atma. Bist du auch schon so aufgeregt? Was? Wo ist Erik? Was? Wer? Ari? Erik. Oh Gott. Ja, sie hat Erik komplett ausgelöscht, scheinbar hier. Wer? Sorry, Bo, wir kennen so einen nicht. Verdammt. Sie erinnern sich nicht. Auf Holz Mamui. Okay, ich suche Raya. Habt ihr sie gesehen? Oh, Raya. Ja, klar, das Mädchen. Sie ist Raya Dang Ling Dang. Hi, Atma. Bist du auch so aufgeregt? Scheiße, sie sind auch geglitscht. Was macht ihr hier? Was denn schon? Wir wollen das Lin Tang Festival vorbereiten. Was machst du denn hier, Atma? Solltest du nicht helfen? Ja, das ist a peak of our High School Experience. Ist doch ein Stück von unserer Highschool-Erfahrung. Also, vorsichtig. Okay. Also, Erik ist völlig ausgelöscht. Aus den Erinnerungen und allem. Kennen wir ihn schon? Ich glaube, ja, ne? Warlord war das. Okay. Hey, ihr zwei. Wo geht ihr hin? Nirgendwo? Ihr geht besser zurück und hilft beim Festival, Kids. Mr. Argung? Wo sind deine Manieren? Wow. Du wirst mich doch wohl mit meinem richtigen Titel anreden. Major General Argung Muljono. Erinner dich daran. Warte, was? Major General? Mr. Argung, was ist denn mit Ihnen los? Das reicht. Zurück in die Linie. Ihr werdet all eure Kraft in das Lintang feststecken. Das ist ein Befehl. Mr. Argung, Sie sind ein Lehrer.
Sie, und vor allem der Vizedirektor. Ich, was? Nein. Genug. Stille. Du bist... You teach civics. Du lehrst civic studies. You're a pretty tight ship, but you're not an actual... Du bist kein Soldat. Als euer Major General kommandiere ich die Arbeit des Festivals. Aber gerade vorhin warst du doch noch dabei, unsere Consultation-Formulare einzusammeln. Du hast uns gesagt, dass wir uns fokussieren sollen auf das finale Examen. Dass wir nicht-akademischen Aktivitäten wie dem Lintang-Festival beitreten sollen. Ich bin doch Major Principal General. Space Dive Flower appeared on Lulu. Warum Lulu nicht und nicht er? Well, let's dive and see. Okay, komischerweise nicht bei ihm. Eigenartig. Aber wir sind am Folgenende. Bis. Okay, sehr viele Gänse. Süß. Ha, a courtroom? Also ein Königssaal oder sowas? Thronsaal. Ist das Mr. Argung und Lulu? Genug. What court is now in session? Was geht denn hier ab? Is the prosecution ready? Ha. Prosecution, don't just stand there with your beak in the wind. Was ist denn prosecution? Ich weiß es leider nicht. Aber scheinbar geht hier irgendwas los. Was? Bin ich die... Was ist denn Prosecution? Ich weiß einfach nicht. Also Trial of Mr. Argung. Also, wir sind hier wegen Mr. Argung. Defendant, please state your name to the court. Bitte erzähl dem Gericht deinen Namen. Ach so, die machen hier eine Gerichtssession. Aha. Mensch, Barbara Salisch ist sehr jung geworden. Wow, this is a real deal, an actual courtroom. Das ist ein Gerichtssaal. Meine Rolle ist der Verteidiger? Ah, jetzt verstehe ich es auch. Okay, dann spiele ich mal mit. Mein Name ist Major General Argung Mojono. Euer Hoheit. Verteidiger. Your name is... Dein Name ist Major General? Nee, Defender? Der kann ja nicht auch Verteidiger sein. Was ist er denn? Nein, Eure Majestät, es ist ein militärischer Rang. Objection! Was? Beweise? Okay, Prosecution, you have something to say? Oder sind wir der Ankläger? Ich weiß es nicht, ist er der Verteidiger wie der Ankläger? Ich weiß es nicht. Ich kenne die Gerichtsbegriffe leider nicht. Hast du irgendwas zu sagen? The Mr. Argung that I know of is not... Okay, also den Mr. Argung, den ich kenne, ist kein Soldat. Er ist Lehrer an der lokalen Highschool. Also an der Loka High. So. Was? Was redest du da für ein Mist? Ich verstehe. So, that's the case going to trial here. Dieser Fall wird hier verhandelt. Der Verteidiger hier, Mr. Argung... Might be a fraud. Was zur Hölle? Wer sind die jetzt? Stimmen die darüber ab? Okay. Oder sind es nur Zuschauer? Na, mal sehen. Ruhe. Ruhe in meinem Gerichtssaal. Jetzt sofort. Was zur Hölle ist hier los? Okay. For the safety of the realm, we cannot allow a fraud, an imposter... To roam free. Also, für die Sicherheit dieser Gegend hier, können wir einem Verräter nicht erlauben, hier frei rumzulaufen. I hope this trial can ascertain the true identity of the defendant. Also, wir hoffen, das Gericht kann herausstellen, was die wahre Identität des Angeklagten ist. I'm the real deal, your highness. I show you. Ich bin wirklich General. Euer Majestät, ich zeig's euch.
Nein, das ist Mr. Argung. Jetzt sei still, sofort. Du störst die Queen. Schon gut, Wächterin. Alles gut. Okay. Prosecution, we appreciate your spirit. Wir begrüßen deinen Geist. Diese Halle. Was ist honored to have you? Ist sehr geehrt oder fühlt sich geehrt, dich im Gerichtssaal zu haben. Diese Gänse, was ist denn hier los? Das Spiel wird immer weirder. Hä? Okay, don't get too cookie over there. One wrong word and I'm dragging you out by the hair. Also ein falsches Wort und ich schlepp dich, zieh dich an den Haaren hier raus. Okay, wir hören jetzt to the defendant's testimony. Zeuge? Ich weiß es nicht. After that, you are free to cross-examine him. Prosecution. Danach kannst du ihn ins Kreuzfahrt hernehmen. Okay, eure Hoheit. Okay, dann euer Zeuge, bitte. Ich denke, dass das der Zeuge ist. Bin mir aber unsicher. Ich werde beweisen, dass ich der Richtige bin. Mein Name ist Major General... Achso, es geht um Beweis einfach nur, ne? Argung Mojono, an esteemed soldier since the day of independence. Okay, also Soldat seit dem Tag der Freiheit? Unabhängigkeit? I think I, of all people, should be the authority on this. Also ich denke, ich sollte die höchste Autorität hier sein. And I'm certain I'm not a teacher, I'm a bona fide soldier. Also ich bin kein Lehrer, ich bin ein Soldat. I have fought for this count. Ich habe für dieses Land hier gekämpft. There's never been any proof that I'm a teacher. Es gibt keinen Beweis dafür, dass ich Lehrer bin. In fact, I have proof that I serve in the military. Ich habe aber Beweise, dass ich im Militär bin. Ja, die Uniform vielleicht. Das ist der Angeklagte? Ja, das bin ich, euer Hoheit. Mit meiner Signatur. Abgesehen von der Uniform, siehst du aber sehr anders aus als der Mann da auf dem Foto. Haha, I was fit back in the day, you know. Ich war ziemlich ein heißer Feger, als ich jung war. Aber naja, die Zeit war nicht so nett zu mir. Okay, das war alles, was ich dem Gericht sagen wollte. Ich habe die Wahrheit gesprochen. Ankläger? This defendant is not what he claims to be. Es ist klar, dass der Angeklagte nicht das ist, was er sagt. Ich weiß es in meinem Herzen. Dieser Mann sagt nicht, wer er ist. I hope you're ready with the evidence. Ich hoffe, ihr habt die Beweise. Wir tear his testimony to shreds. Also, sie werden sein Beweisfoto schreddern. Beweise? Ach, Schatz. It seems I've overestimated. Ich hab dich wohl überschätzt. Fine. Gericht ist adjourned while the prosecution gets his act together. Also, das Gericht wird warten, bis er einen Beweis hat. Du brauchst einen Beweis, der die wahre Identität des Angeklagten bestätigt. Wo finde ich den? Achso, Ihre Hoheit? Du bist ein Held mit der Kraft, in die Gedanken anderer zu gehen. Und die Kraft zu resurface afterwards, um wieder zurückzukommen. Ever feeling that the truth you seek is beyond the borders of my realm. Ich glaube, die Beweise, die du suchst, oder die Wahrheit ist irgendwo hier im... Okay. Evidence gathering. Also, Beweis sammeln. Gut, dann machen wir jetzt mal hier Schluss. Ist schon wieder so eine lange Folge. Also, schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn es mir gerade sehr, sehr schwer fiel, alles zu übersetzen. Das sind halt leider Begriffe, die mir nicht geläufig sind. Aber ich glaube, wir sind einigermaßen gut durchgekommen und wir verstehen alle, was hier so ein bisschen los ist. Die wahre Identität soll bewiesen werden. Also dann, vielleicht schaffen wir es in der nächsten Folge. Bye, bye.